Was meiner Meinung nach einen exzellenten Wissenschaftler wie Professor Hartl wirklich ausmacht, ist die Fähigkeit, niemals aufzuhören, Fragen zu stellen. Also Direktor an einem Max-Planck-Institut wird man in der Regel, wenn man vorher etwas Wichtiges entdeckt hat. Und in meinem Fall ging es da um die Frage, wie Eiweißmoleküle, Proteine, sich in ihre endgültige dreidimensionale Form falten. Wie finden Eiweißmoleküle in der Zelle ihre endgültige Form? In den Zellen formen sogenannte Ribosome Ketten aus aneinanderhängenden Aminosäuren. Solche Aminosäureketten bilden die Basis für alle Arten von Eiweißen. Damit die Eiweiße aber ihre Funktion erfüllen können, müssen die Aminosäureketten zuerst in eine ganz spezielle Form gefaltet werden. Das können sie nicht alleine, sondern brauchen dafür die Hilfe der Chaperone. Werden die Aminosäureketten nicht in ihre korrekte Form gefaltet, können sie nicht zu Eiweißen werden und ihre Funktion im Körper übernehmen. Da Aminosäureketten von Natur aus klebrig sind, besteht die Gefahr, dass falsch gefaltete Ketten untereinander verklumpen und schädliche Plaques bilden. Chaperone sind auch hier behilflich. Sie erkennen die funktionslosen Eiweißklumpen und sorgen dafür, dass Proteasome diese in ihre Einzelteile zerlegen, damit sie in den Zellen keinen Schaden anrichten können. Denn diese Verklumpungen sind eine wesentliche Ursache von Krankheiten, hauptsächlich neurodegenerativen Krankheiten, die altersabhängig auftreten. Und heute interessiert uns vor allem, wie können wir das Auftreten dieser gefährlichen Aggregate verhindern und warum schädigen sie die Zellen. Ich kann mir kaum etwas Faszinierenderes vorstellen, als an den zellulären Lebensprozessen forschen zu dürfen. Die Hoffnung, etwas Neues herauszufinden, das vorher noch niemand in der Form gesehen oder erkannt hat, und das Glücksgefühl, das daraus resultiert, wenn man das einmal erfahren hat, dann wird man sozusagen süchtig danach. Schön ist bei unserer Arbeit die ständige Interaktion mit jungen Wissenschaftlern. Wir haben in der Gruppe eine Vielzahl von jungen Doktoranden und Postdoktoranden aus verschiedenen Ländern, teilweise bis zu über 10 verschiedenen Nationen, die sehr eng zusammenarbeiten, die sehr motiviert sind, etwas Neues zu finden. Und mit denen zusammenzuarbeiten, hält einem auch selber jung. Es war eigentlich schon immer mein Wunsch, hier eine Promotion am Max-Planck-Institut zu machen. Aber mir hat eben noch der Doktorvater gefehlt. Professor Hartl ist einfach eine absolute Ikone auf seinem Gebiet. Es geht schlicht und einfach darum, dass man sich nicht mit einer Antwort zufrieden gibt. Man will tiefer bohren, weitergehende Details herausfinden. Und ich denke, das ist es, was so einen exzellenten Wissenschaftler auch wirklich ausmacht. Als junger Wissenschaftler braucht man vor allem auch Frustrationstoleranz. Denn man muss sich im Klaren darüber sein, dass die meisten Experimente, die man sich so ausdenkt, einfach nicht funktionieren. Es kann natürlich erstmal sehr frustrierend sein, wenn so ein Experiment nicht beim ersten Mal funktioniert. Aber das ist leider Gottes die Realität. Gerade da muss ich aber sagen, dass der Rückhalt von Professor Hartl sehr groß ist. Und wenn ein Experiment, das nach vielen Anläufen endlich mal funktioniert, auch die gewünschten Resultate bringt, dann ist das schon ein tolles Gefühl. Es kommen viele Faktoren zusammen, die notwendig sind, damit ein Wissenschaftler Erfolg hat. Zum Beispiel die Fähigkeit, mit anderen zu kommunizieren, die Fähigkeit, andere um Rat zu fragen. Man muss in einem Thema besonders tief drinstecken und dann zur gegebenen Zeit Weichen stellen, dass man in ein neues Gebiet eindringt. Erstmal eine Idee zu haben, dann die Idee mit Hartnäckigkeit zu verfolgen, offen zu sein für neue Ansätze, ein Problem von einem neuen Blickwinkel zu beleuchten. Vor allem kommt es natürlich später danach darauf an, andere junge Leute anzuleiten. Seine Forschungsleistung geht auch geradlinig durch, aber schaut natürlich auf Nebenwege, was ist der richtige Weg. Und da ist er praktisch analog zu seinem Gebiet ein Paradebeispiel dafür, ein dunkles Gebiet zu erhellen. Es ist toll, dass man für die Arbeit, die eigentlich so viel Spaß macht,
dann auch noch besonders ausgezeichnet wird.